So macht's Spaß. Locker, luftig, leicht geschürzt. So hat man's gern. Aber was halten Sie zum Beispiel von dieser Tracht? Langer Mantel, wehender, flatternder Schal. Ist das auch der richtige Mofa-Look? Die Gefahr liegt auf der Hand oder besser gesagt in den Speichen. Alles, was flattert und weht, kann sich hier leicht verfangen. Und für einen Sturz sind auch 25 Kilometer in der Stunde etwas zu viel, vor allem für den Kopf. Vielleicht sollte man doch einen Schutzhelm überstülpen? Die meisten Dinge am Wegesrand sind nun mal härter als der menschliche Schädel. Auf dem Motorrad muss man dann später sowieso. Auch eine Brille hat ihre Vorteile, denn Mücken und Fliegen fliegen besonders gern in die Augen. Und wenn's kühl wird, brauchen Hände Handschuhe, damit die Finger beweglich bleiben. Überhaupt Kälte. Wem in der Jugend ein steifer Nordost durch die Rippen pfeift, der wird bereits im besten Mannesalter am Stock gehen. Ischias, Reißen, Rheuma. Zumindest in diesem Punkt hat Mutter gar nicht so unrecht. Der Körper funktioniert halt bei Kälte am besten, wenn er in warmer, wind- und wasserdichter Kleidung steckt. Und außerdem, eng anliegende Kleidung ist windschlüpfrig. Die bremst nicht das Tempo, spart Benzin und sieht außerdem noch schick aus. Auch Jeansblau sieht schick aus, zugegeben. Jedoch sehen Sie mal selbst, wer Kontrastfarben trägt, wird leichter gesehen. Blaue und graue Mäuse werden leicht übersehen. Verehrte Zuschauer, um 22.05 Uhr laden wir Sie zu einer außergewöhnlichen Reise ins Weltall ein. Im Kern und an den Spiralarmen der Milchstraße glühen rund 400 Milliarden Sonnen. Das Licht benötigt 100.000 Jahre, um von einem Ende der Galaxis zum anderen zu gelangen. Innerhalb dieser Galaxis befinden sich Sterne und Welten und vielleicht auch eine enorme Vielfalt von Leben, intelligenten Geschöpfen und weltraumfahrenden Zivilisationen. Mit dieser Etappe zu den Küsten des kosmischen Ozeans beginnen wir eine 13-teilige Serie, die wir allwöchentlich am Dienstagabend ausstrahlen.